Die Adler Mannheim gegen die Fishtown Penguins Bremerhaven. Vierter gegen Sechster. Für beide Mannschaften geht es um viel. Beide brauchen dringend Punkte. Das Team von Pavel Groß möchte Vierter bleiben und Heimrecht haben in den Playoffs. Und das Team von Thomas Popisch möchte direkt ins Playoff-Viertelfinale und Platz 6 sichern. Zu Beginn der Partie beide Mannschaften erstmal auf die Defensive bedacht. Dann in der 11. Minute der erste kleine Aufreger, erste Möglichkeit für die Adler Mannheim. Markus Eisenschmidt mit Tempo, aber Maximilian Franzrepp im Tor der Bremerhavener ganz sicher. Immer noch die 11. Minute. Es war die attraktivste Minute im ersten Drittel. Chance für Bremerhaven, Chance für Erber, der hier ein wenig Pech hat, dass die Scheibe ihm über die Kelle springt. Wir bleiben in Minute 11, jetzt wieder die Adler Mannheim. Pass von Reul auf David Wolf, der nach Erkältung wieder mit dabei, aber der Puck geht nicht über die Linie. Eine Minute später, es ist Spielminute 12, nun wieder die Gäste und Ross Meyerman zum ersten, zum zweiten und zum dritten, aber der Puck will nicht ins Tor. Und deshalb steht es nach den ersten 20 Minuten 0:0 zwischen Mannheim und Bremerhaven. Pavel Groß allerdings nicht unzufrieden mit diesem Spielstand nach Drittel 1. In Drittel 2 dann Bremerhaven mit dem besseren Start. Brugisser auf Dominik Uher, aber Felix Brückmann im Tor der Mannheimer ist so nicht zu überwinden. Weiter 0:0. Dann Powerplay Mannheim. 30. Spielminute. Rendulic probiert's mal mit dem One-Timer. Aber Maximilian Franzrepp ein wenig im Glück. Und Brugisser hilft und klärt kompromisslos. 33. Spielminute. Wieder die Mannheimer. Diesmal bei 5 gegen 5. David Wolf schön gespielt auf Tim Wohlgemuth. Der hat den Platz. Der hat die Zeit. Aber Tim Wohlgemuth verzieht am Ende dann doch recht deutlich einen guten halben Meter rechts am Pfosten vorbei. 0:0 auch nach zwei Dritteln. Und Thomas Popisch diesmal nicht unzufrieden. Mit einem Unentschieden ins dritte Drittel zu gehen in Mannheim ist nicht das Schlechteste. Zumal man dann zuschlagen kann. 41. Minute, Jan Urbas mit der Führung für die Gäste. Einfach mal abgezogen von der blauen Linie. 24. Saisontreffer für ihn. Und das Ding ist dann drin, weil viel Verkehr ist vor dem Mannheimer Tor. Das sehen wir hier aus der Hintertorkamera. Felix Brückmann sieht die Scheibe nicht, erst als sie hinter ihm im Netz ist. 1:0 also für Bremerhaven. Und dann Ilari Melat in seinem Comeback-Spiel. Nach über 3 Monaten Verletzungspause kommt hier deutlich zu spät. Der Check gegen Friesen, der verletzt sich, blutet am Auge und für Ilari Melat die Partie beendet. 5+ Spieldauer allerdings. Bremerhaven macht aus doppelter Überzahl und einfacher Überzahl nichts. Macht aber nichts, wenn man dann in Unterzahl gefährlich ist. In der 52. Minute nämlich das 2:0 durch Ross Meyerman. Katic im Powerplay an der gegnerischen blauen Linie mit dem Fehler. Und Ross Meyerman schon mit seinem dritten Unterzahltreffer in dieser Saison. Bisschen im Glück bekommt den Nachschuss. Der ist aber dann sicher drin. Pavel Groß bedient sein Team 0:2 hinten. Er geht nochmal volles Risiko. Torhüter raus. Empty Net 6 gegen 5. Und dann in der 57. Minute nochmal Israkov mit dem Abschluss. Franz Repp kann die Scheibe nicht festhalten. Aber am Ende hat er sie dann doch. Ein wenig im Glück, der Goalie der Bremerhavener, aber dieses Glück hat er sich erarbeitet. Shutout für ihn und hier sind die Stimmen zum Spiel. Ich meine, wenn du hier gewinnen willst, speziell in Mannheim, musst du als Team spielen. Und ich glaube, das haben wir über 60 Minuten mit einem Kampfgeist geschafft und deswegen zum Ende auch dann die Dinger reingemacht. Und das nötige Glück hatten wir auch, aber das brauchst du. Und dann sage ich, wir haben hier heute wichtige 3 Punkte mitgenommen. Schwer getan im Spiel nach vorne. Ich glaube, Genickbruch war dann in Überzahl das Gegentor zum 2:0. Natürlich ist Überzahl von unserer Seite auch nicht gerade bestens ausgespielt. Klare Worte von David Wolf in seiner Analyse. Mannheim ohne Treffer, ohne Punkte gegen Bremerhaven und die Fishtown Penguins. Die fahren mit 3 Punkten zurück in den hohen Norden. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.